Guck mal hier. Wenn du ein Medikament hast, motiviert dich das. Die Hölle nicht zu erwähnen. Und deswegen kriegt man Druck, das tut weh. Im Kram von Karl-Heinz. Ach ja, Allah sagt in Sure 30, Vers 17, 83. Was? Hä? Der Prophet hat Probleme, trinkt Alkohol, ja. Ist am Kiffen, ja. Hat eine Freundin, die gehen ins Bordell, die, das ist falsch. Guck mal, so sehen Allah motiviert dich im Koran, sagt Karl-Heinz. Und der Prophet hat 10.000 Christen getötet, das ist schwach. Heute hätte ich 30% mehr getötet. Der Flyer ist der einzig wahre Weg. Und wenn du den nicht annimmst, dann gehst du in die Disco. Ja. Versteht ihr? Das wird zum Karl-Heinz. Bewusst gesagt, wo wir genau wissen, Karl-Heinz. Das ist unfehlbar. Guck mal, versuch dich in die Lage rein zu versetzen von Karl-Heinz. Ihr habt bestimmt auch schon alle diesen Schwachsinn gehört. Ja? So. Wenn du aber anfängst, Schmut eben zu relativieren, dann fängst du an, Schmut eben zu relativieren, dann fängst du an, das Vieh zu entwerten. Das heißt, Friede, Freude, Eierkuchen, wenn du tust, meine Eier suchen. Aber der Karl-Heinz wird doch nicht sagen, ja okay, dann der Pharao. Du hast mir ja gesagt, ich kann so bleiben, wie ich bin. Und die Kuffer brechen hin und die Disco ein. Ach ja. So sehen die richtig. Ist Wahrheit abonnieren. Warum? Weil ein Wort.